Das gibt's doch nicht! Mann, geh weg, du Affe! Boah, Leute, ich krieg zu viel hier. Alter! Boah, ey, was soll die Sch... Mann! Ey, ich hasse die... Es hat noch nie so gut gepasst wie dieses Mal, liebe Spaßgesellschaft, und deswegen von mir ein ganz herzliches Ahoi, Ahoi! Wir sind auf Kreuzfahrt mit Nathan Drake und wir sind auf der Suche nach Sully. Wir sind der etwas rauen See gerade nochmal so entkommen. Und ja, schauen wir mal, wo sich der gute Sully hier rumtreibt. Halt, war dein Schatz? Ja, ist das schön! Eine ungewöhnliche Maskenbrosche. Hm. Na dann. Lieber Sully, gib doch mal einen Piep von dir. Autsch. Jetzt weiß ich, warum ein Rettungsboot... Also warum ich nicht gerne unter einem Rettungsboot herlaufe. Hm. Schick verbarrikadiert. Ja, wie komme ich jetzt hoch? Und woran hattet ihr Legen? Da komme ich schon mal nicht lang. Das heißt, ich... Oh nein, ich hatte eine ganz böse Vorahnung. Nämlich, dass ich irgendwie... Wutba. Ja, sowas habe ich mir gedacht. Ich habe mir tatsächlich genau das gedacht. Dass es jetzt irgendwie abreißt und ich dann daran hochklettern muss. Mein Gott. Was seine Hände für einen Grip haben müssen. Ich meine, es regnet wie die Sau. Der hält sich an Stahlseilen fest und klettert da hoch, als wenn nichts wäre. Unglaublich. Entschuldigung, mein Näschen juckt. Oder unbelievable, wie der Spanier sagen würde. Ich gucke nur noch mal kurz dahin, ob da vielleicht ein Schatz verborgen ist. Nö, leider nein. Nur jede Menge Unrat. An sich mag ich ja die See, aber wenn ich mir diesen Wellengang angucke, wird mir doch ein bisschen anders. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht. Also ich bin jetzt nicht eine totale Wasserratte, aber... Hallo! Zack! Bam! So und nicht anders hier nimmt man jemandem die Waffe ab. Ich hoffe, ihr habt alles zugeschaut und gelernt. Wer schießt da? Ernsthaft, wer schießt denn da? Von wo? Okay, hier schon mal nicht lang, aber ich denke, von der Höhe her bin ich gar nicht so verkehrt. Na, komm her. Zack. Da muss ich ja lang und warum hatte ich die Legen? Ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss. Ich meine, ich muss bestimmt irgendwie hier hoch. Ach, ja. So einfach kann es gehen. Oh, hallo. Lugi, lugi. Bäm. Meine Waffe. Meine Keime. Na? Wenn so viel Munition hier ist, dann bin ich doch bestimmt gleich nicht alleine hier, oder? Na, das sieht doch lustig aus. Na, super. Ja, das war's mit meiner Deckung. Auch sehr schön. So. Ist hier lieber eine Schnuckelpuppe weg? Gut, Indiana Jones hast Schlangen, du hast Schiffe. So hat jeder sein Wehwehchen, was er mit sich rumschleppt. Oh! Das war feucht. Hallo, warum schießt er nicht? Und ich bin tot. Aber immerhin noch ein eleganter Abgang. Na ja. Ja, jetzt stehen wir mal weiter vorne. Yeah.
Gar nicht gut. Mann, ich will doch einfach nur den Schädel zersieben. Ist das denn zu viel? Ah, bleib weg! Bleib weg! Oh Gott. Hutza! Das war gar nicht so klug. Schnell verstecken, sonst bin ich tot. Sehr uncool. Denkt ihr nicht auch? Bleibt doch in Deckung, was... Ey, was hampelt der denn da so rum? Meine Fresse, Mann! Ich wollte sagen, jetzt falle ich bestimmt wieder sofort aus der Deckung. Ich bin weg. Au, oh, das aber. Das gibt aber Abzüge in eine B-Note für die Landung. Eieieiei, das war nicht gut. Bleib doch da. War das so eine schöne Granate für dich? Ja, ist klar, natürlich. Er rappelt sich in genau dem Moment jetzt ausnahmsweise mal sofort auf. Ha ha ha. Moment, bevor ich jetzt haha sage, sollte ich erstmal alle umbringen. Bumm. Hallo, ich will einfach nur mit dem Ding schießen. Oh, 30 Granatenkills, schön. Zack. Noch jemand aufs Maul. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen auf Krawall gebürstet, weil mich der Typ so genervt hat gerade. Ich weiß nicht, ob ich die Waffe wirklich behalten will. Ah, geht sowieso nicht. Super. Hallo, ich... Ey! Alter! Warum konnte ich denn jetzt meine Waffe nicht mehr holen? Mann, was soll der Mist? Oh, schöner Pool. Ja. Den Blätter ist und jetzt habe ich hier mich verhaspelt. Belassen wir es erstmal bei der Pistole, hätte ich fast gesagt. Aber jetzt scheinen wir doch ein bisschen Munition zu finden. Und ein Schatz! Antiker Minerva-Anhänger. Ja, die Hülle des Löwen wird aber erst gleich besucht. Ich schaue nämlich nochmal. Haha, eine Granate in der Dusche. Und nein, damit meine ich nicht als Euphemismus dafür, dass da einer seinen Stuhlgang nicht innehalten konnte. Es war einfach nur wirklich eine Granate in der Dusche. Ja, komm, rein da. Das wird bestimmt spaßig. Verdammt. Ja, da bist du genau richtig. Hallo? Och, jetzt haben sie mich dadurch entdeckt, oder was, dass das Schiff gewackelt hat. Ist klar, Jungs, ist klar. Au, Scheiße. Oh, ja, und wieder ein Spacko mit einer Pumpgun, ist klar. So, diesmal aber nicht. Diesmal leise. Ja, und diesmal hat es auch geklappt. Das ist natürlich schön. Obwohl, die Präzisionspistole könnte sich also günstig erweisen. Ja, man müsste nur noch treffen mit dem Ding. Och nee, er schon wieder. Mein Gott, Walter. Das lässt du bleiben. Mist.
So, schnell wieder weg da. War ich ein bisschen auf dem Präsentierteller, Gott sei Dank nur ein bisschen und nicht zu viel. Oh nein, hier war irgendwo einer mit einer Pumpgun. Wo ist er? Ah! Nein, ich wollte doch rüber! Geht doch. So, die nehme ich jetzt erstmal. Die nehme ich auch mit. Na, hier sind doch noch irgendwo welche. Oder? Oder irre ich da? Ach komm, nehmen wir lieber die, die ist irgendwie cooler. Hat doch, glaube ich, ein bisschen mehr Bums. Weil irgendwie verfolgt hier Spieler die Logik, alles was wenig Schussfrequenz hat, macht viel höheren Schaden. Warum auch immer das so ist. Natürlich macht eine Kalaschnikow mit größeren Patronen viel weniger Schaden als eine Pistole. Das ist ja jedem klar. Ne? Och, nö. Echt jetzt? Ja, und ja, war klar. Jetzt habe ich natürlich wieder die Pumpgun. Echt jetzt? Ja, jetzt kommen noch Granaten dazu. Das wäre ja auch viel zu langweilig. So, einer schon mal weg. Nächster weg. Oder nicht? Ah! Echt jetzt? Ey, du Affe. Wenn mich jetzt wegen jeder Scharfschütze gepackt hätte, ne, dann hätten wir mal ein ganz ernstes Wörtchen reden müssen. Apropos, wenn ernstes Wörtchen. Ach, das wird doch wieder nix. Meine Fresse. Oh! Leute, ich hasse es. Hass, hass, hass. Ja, natürlich direkt wieder alles mit der Fresse gefangen. Danke, aber nein, danke. Mann, was soll die Scheiße? Mann! Oh, Leute, ich hasse es. Juhu, 100 Kopfschüsse. Yippie-yay. Ist ja jetzt auch nicht gerade das größte Kunststück, wenn man 3 Milliarden Feinde hat, die einen hier im Weg laufen. Das gibt's doch nicht! Mann, geh weg, du Affe! Boah, Leute, ich krieg zu viel hier. Alter! Boah, ey, was soll die Mann! Ey, ich hasse die... Ey, wie kann das sein, dass man einen Gegner nicht anvisieren kann, wenn er direkt vor ihm steht? Was soll die Scheiße? Kennt ihr das, diese Phasen, wo man sich erst noch aufregt und irgendwann resigniert man einfach nur noch? Ich glaube, ich bin kurz davor zu resignieren und mich einfach 3 Milliarden Mal sterben zu lassen aus bloßem Frust. Na, guck, eins mal was gerissen. Geh weg, du Affe! Ja, jetzt ballert er wahrscheinlich wieder, obwohl sein Kollege da steht. Und ich bin dann direkt wieder tot. Ja, nicht ganz, aber... Ich bin so gut wie tot, immerhin.
Nein, ich will doch nicht klettern. Was soll denn der Mist? Alter, Leute, ich hab Puls. Ich hab gerade richtig Puls. Und nein, nein, nicht nur, weil ich mich so aufdrücke, sondern auch, weil es spannend ist. Ach, wo kommst du denn her, du Affe? Zack. Ja, leck mich doch. Oh Leute, Entschuldigung, wenn ich manchmal ein bisschen ausfallen werde, aber das ist gerade A, extrem nervenaufreibend und B, extrem nervig. Wahrscheinlich renne ich jetzt einem in die Arme, der direkt mit der Schrotflinte mich mit einem Schuss platt macht. Ah, oh, eine Sackgasse, ja, das passt ja. Leute, die Musik, die spricht mir gerade ein wenig Zuversicht zu. Ich glaube, das war's. Ach, Gott sei Dank. Was ein Dreck, ich hasse es. Also so balance-technisch, da ist das Spiel auch irgendwie, weiß es auch nicht so ganz, was es will. Kann das sein? Ich meine, einerseits ist es so total einfach, du rennst da einfach durch, kannst jeden entweder mit einem Stealth-Kill umbringen oder einfach mal mit 30 Kopfschüssen hinrichten oder so, ohne Probleme, ohne dass dir irgendwas passiert. Und dann solche Stellen, wo man sich erstmal die Zähne dran ausbeißt. Das finde ich so inkonsequent. Und hier wenigstens werden wir mit einem Schatz belohnt. Ein Rubinperlenanhänger. Mein lieber Horst, ist das was? So. Dann laufen wir mal weiter. Hier wird bestimmt gleich keine hohe Welle kommen. Yep. Oh, wir schleichen. Da kommt sehr viel Licht. Bäm. So. Ach, hätte ich doch jetzt eine Waffe, die leise tötet. Habe ich ja meine Fäuste. Zack, zack, zack. Bäm! So, ja, mit El Municionero. Ach, hier auf dem Boiler, da ist doch bestimmt noch ein Schatz. Nein, kein Schatz. Zumindest kein Nichtbrauner. Egal. Wo geht's lang? Ja, oh, wo geht's lang? Shit! Anscheinend hier. Nein, da nicht. Er muss da unten sein. Dann schauen wir doch mal, ob er wirklich da unten ist. Und ob hier hinten wirklich ein Schatz ist, wie ich es vermute. Ja! Amethyst-Manschettenknopf. Die sind ja stylisch. Amethyst war doch bei Diablo. Was war da nochmal? Ausdauer? Ich glaube Ausdauer, aber ich weiß es gerade nicht mehr. So. Die haben wir wirklich, Sully. Diese Schweine. Oh, und ich habe einen Schatz. Ich Schwein. Das ist diesmal ein goldener Amethyst-Ring. Mein Gott, jetzt bombardiere ich mich selber aber mit Schätzen hier. Ah, okay, verstehe. Hier geht's abwärts. Erstmal Munition sammeln, ganz wichtig. Noch sind keine Gegner da. Das heißt, es werden gleich mit Sicherheit Gegner kommen. Ah, schicker Wagen. Sully! Sully? Das ist bestimmt gar nicht Sully. Nein, eine Puppe. Er ist nicht hier. Mist. Nathan! Du hast mir viel Ärger gemacht. Seid ihr sicher? Das hört jetzt auf. Du hattest ihn nicht, oder? Albert, nein. Eine Lüge.
Du weißt, ich bin ein Pirat. Das war so klar. Yalapshaku! Genau, mein Freund, lach du nur. Bam! Hui! Mist, hätte ich doch vorhin nur den Stift aus der Granate gezogen. So, und das Geballer geht los. Ach, Moment, das Kapitel ist zu Ende. Ja, dann, das passt doch wunderbar vom Timing her. Und ja, Sully war nicht da. Irgendwie habe ich es schon befürchtet, aber gut, jetzt wissen wir es. Ja, jetzt heißt es einfach nur alle umbringen und irgendwie hier rauskommen. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es soweit ist. Und zwar beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssikowski.